Gegner sind ja noch schlechter als wir. Oh, hier gibt's Heilung. Dafür will ich jetzt den Friedensnobelpreis. Kennt ihr das? Ihr guckt manchmal so in eurer Garage und dann erblickt ihr, wenn ihr ihn habt, den Stritzwagen K und ihr denkt, geil, ich muss den mal spielen. Und irgendwie wie durch Zauberhand nach 5-6 Runden sagt man, nee, brauche ich nicht mehr. Das geht mir beim CDC immer so. Ja, beim CDC, das ist aber dann auch eine ganz andere Schmerztherapie, ne? Im Leben nicht. Oh. Ich bin zu dumm. Ghost Shells sind halt Schüsse, die du abgibst, die ja wirklich einfach verschwinden, die gar nicht berechnet werden. Also die quasi in der Datenwüste des Internets einfach puff verrauchen. Iron Arnie, was ist denn hier los? Na, wie es geht. Ich sag ja, ich bin mir auch nicht zu schade, für 100 HP abzudrücken. Also jetzt zum Beispiel mit den 1500 Kalorien, die ich noch über habe, könnte ich mir auch schön ein Stück frittierte Butter reinhauen. Das Problem, was ich jetzt hätte, ich wüsste jetzt nicht, was so ein Popel für Kalorien hat. Also sonst hätte ich mir natürlich auch schon ein paar reingestopft. Aber es ist relativ undefinierbar. Und deswegen müsste ich darauf verzichten, weil ich sonst gar nicht wüsste, wie viel Kalorien so ein Popel hat. Ich als Busfahrer kann nur sagen, einfach mal die eine Station laufen. Wenn du so die Leute siehst, die noch so auf deinen Bus zugerannt kommen, ne? So, und dann wie so wild winken. Dann musst du eigentlich die Tür offen lassen, während du losfährst. Und rausrufen, ganz ehrlich, einfach mal die Station laufen. Tschüss. Macht's gut, ihr Tortel. Immer die Booster Vollgas durchschwitzen und danach aufs Klo gehen. Keine Minute der Booster verschwenden. Der kluge Frontline-Spieler, der zündet die Booster erst kurz vor Ende der Runde. No! Nein, das war mein Major! Oh, ihr kleinen, elenden Penner! Der Killshot war mein Major! Ich wurde betrogen, oh Gott! Oh, das schmeckt. Das schmeckt natürlich! Oh, habt ihr den gesehen? Moin Baron von und zu. Oh oh. Ey, das war ein perfekter. Ich bin perfekt aufgekommen. Ich bin perfekt gelandet. Die haben mich um einen geilen Jump betrogen. Ich hab mich perfekt droppen lassen. Wie kann man da platzen? Ja, ihr kassiert jetzt von allen Seiten. Papa ist der Lead-Pusher. Ihr dachte, er kommt noch weg. Los, alle rein in den Cap. Alle rein, rein, rein. Hand drauf, drüber. Los, immer weiter, immer weiter. Wer hätte gedacht, dass ich das hier schaffe, durchzucappen? Jetzt mal Hand aufs Herz. Okay, noch ist es auch noch nicht geschafft. Scheiße! Ja, Lima, du bist auch der einzig Blöde, der es geglaubt hat. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ach so ist das. Ey, hier. Ey, Schwachkopf. Hier, hier, hier spielt die Musik. Hey! Da ist der Track. Und jetzt. Guck, ich warte 2 Sekunden. Graffst du den? Noch ein Track. Und jetzt, guck mal. Und noch ein Track. Und jetzt, tschüss. Falsche Richtung. Ey. Bro. Okay. Ich habe Gegner gefunden. Die haben dann auch mich gefunden. Der gute alte Killshot, wer kennt ihn nicht? Natürlich bounced er den. Da muss man sich doch über so eine Siegrate nicht wundern. Man einfach nicht für 5 Pfennig bereit ist, mal mitzuspielen. Da fährt schon einer nach vorne. Alles, was man machen muss, ist mitfahren. Nee. Heute nicht.
Also wenn du dich morgen nochmal anrufst, heute ist wirklich ganz schlecht. Ich habe Zahnarzt, danach Maniküre, Pediküre. Dann muss ich noch auf den Hund aufpassen. Aber ruf mich am besten morgen nochmal an. Dann können wir über alles ganz entspannt sprechen. So, tschüss. Jetzt hier auch einen Baum, den wir noch nach hinten umlegen können. Zack. So, Arti. Mach's dir mal bequem hier und jetzt anschnallen. Wir können nochmal schnell diesen Baum hier so umlegen. Dann ist das Rattennest auch perfekt. So. Leopard, Alter. Das ist doch bitte nicht dein Scheiß Ernst, oder? Mann, halt die Schnauze und geh irgendwo drum detektivieren. Alter. Meine Güte, kannst du jetzt bitte dich verpissen? Danke. Nein. Hallo. Ey, Leopard, geh jetzt hier. Mach dich ab, Alter. Ey, was bist du für ein dummes Stück Scheiße? Das ist so lächerlich, Mann. Ich hatte so eine geile Posi. Ich hätte die jetzt hier alle in der Anfahrt wegfahren können und dieser Schwachkopf, anstatt dass er sich irgendwohin verpisst, wo er keinem auf den Sack geht. Ja, die, noch mehr, da sind noch ganz viele. Schieß mal auf die. Ja, ich bin doch tot, Mann. Hier fährt. So viel Ziele und du schießt auf keinen. Ey, was sind das für Bugs? Da fuhr gerade ein Panzerwrack durch die Gegend. Ich wurde von Zombie-Projectos weggemacht. Okay, was ist das für ein Zeug? Hab ich noch nie gehört von. Das ist sowas wie Y-Food, nur besser. Diese Kakaogetränke da und so. Das sind ja eigentlich Komplettmahlzeiten. Ich hab die immer zum Essen dazu gegessen. Oh. Lecker Kakao. Zu dem Broiler mit Pommes. Zu den drei Schnitzeln und nochmal so ein Kakao. Spargel. Dann habe ich mir noch einmal die Eier rasiert und schwupp waren die 17 Kilo weg. Kommt die keiner mehr oder was? Ich fahr jetzt gleich in den Cap rein da. Was für ein Cap? Was willst du da drin? Ja, wenn die reinkommen, dass ich da stehe und dann mach ich pam, pam, pam. Freiheit! Du machst das sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Aber Donnerstag welchen Start? Ja, Donnerstag ist schon wieder bei mir. Geht's in die Heimat. Schon wieder? 900 Jahrfeier, Junge. 900 Jahre. Von Arbeit von Freitag bis Sonntag durchgesoffen. 900 Jahre mit Zeitzeugen, oder was? 900 Jahre plus zwei, weil Corona ja war. Ab der dritten Flasche sind alles Zeitzeugen. Bloß man muss sich ja darauf vorbereiten. Man muss ja zum Feuerwehrfest frühzeitig da sein. Hm. Nee, bin gerade von der 2000-Jahr-Feier von Hamburg zurückgekommen. Ob 9 oder 900 macht auf dem Dorf keinen Unterschied. Hauptsache die Pullen werden gelötet. Mein Vater wird auch da sein, wir werden dich verprügeln. Das ist kein netter Mann, sein Vater. Er hat mich ja auch ausgeladen bei seiner Geburtstagsfeier. Das hängt immer noch ganz, ganz tief, ja? Ja, obwohl die einäugige Cousine auch eingeladen worden ist. Aber ich... Nee, sorry, Andreas, für dich haben wir leider keinen Platz mehr. Ja, bist eigentlich ein netter Typ, aber ciao, verpiss dich. Außerdem ist Sonntag das Event ja eh im Westen. Frühshoppen mit Blasmusik und Schlachteplatte. Hamburger Blasmusik, so à la Kiez-Style oder Blasmusik? Was weiß ich denn? Blasmusik ist mir doch scheißegal, was da gespielt ist. Geht ums Wichtige! Aber tröste dich, dieses Wochenende hätte ich hier keine Zeit gehabt. Musst du nicht mal ein schlechtes Gewissen haben. Du hättest da zur 900-Jahr-Feier, bist du herzlich eingeladen. Zum Dorffest darfst du kommen. Ja. Aber sprich uns nicht an. Jetzt stehen wir hier an der Grenze und warten. Wie immer. Ja, das kennst du doch. Dann gibt's leichter Begrüßungspakete.
Und die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Jetzt kannst du losfahren. Hol dir mal dein Begrüßungsgeld. Warst du eigentlich an dem Tag des Mauerfalls irgendwie da und hast mit rüber gemacht oder sind deine Eltern erstmal alleine gefahren und haben dich da gelassen? Meine Eltern sind alleine gefahren. Echt? Ich habe mit meiner Oma Stullen verteilt. Da war ich 2 Jahre alt, Mann. Achso, du, stimmt, du bist ja noch ein ganzes Stück jünger, ne? Ja. Ich war 6 und habe mit meiner Oma Stullen verteilt, weil wir auch auf ihre Schwestern gewartet haben. Die kam nämlich aus Mecklenburg. Oh. Alter, bitte, danke, was soll das? Nachdem ich auf den Geburtstag von deinem Vater ausgeladen worden bin, ich wollte mich aber selber einladen und bin dann aber noch explizit ausgeladen worden. Oh! Oh! Oh, geil. Der war sexy. Immer gut. Schadensverursacher. Du weißt, wie man mit einem schweren Panzer richtig Schaden verursacht. Kauf dir jetzt was Sinnloses im Premiumladen. Ja, ist doch schön, wenn sie dich da motivieren können zu, ne? Gleich das Portemonnaie gezückt. Also wilder Stream-Sniper, sagst du? Nö, ich sag's nur, dass Lord der Astro zufällig in unserem Gefecht ist. Vielen Dank für die 12 Monate, dankeschön. Sein Kumpel ist aber zufällig auch schnell geplatzt. Er hatte gedacht, er ist schlau, spottet uns wahrscheinlich. Aber er kam mit seinem CS halt nicht zurecht. Ja. Er war zu beschäftigt, auf den Monitor, auf den zweiten Monitor zu gucken. Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, gleich hab ich sie, gleich hab ich sie. Oh! Oh, oh, oh. Die 4 fährt ja, rechts rum. Kannst du nicht? Ja, schön. Da freut sich das denn. Fertig gemacht haben wir sie. Abgebumst. Ausgezogen. Abgebumst. Oh, da stehen sie, meine Freunde. Hallo. Oh, das war knapp. Du, oh. Du dumme Sau. Hier. Zack, Schelle. Feier ich hart. Ich glaube, du bist unsichtbar. Ja, ich habe auch das Gefühl. Ich glaube, ich hatte. Du warst bestimmt unspotted, erst wo du geschossen hast. Ja, ich stand neben ihm. Ich würde ja auf sämtlichen Klötzerfesten ausgeladen. Ja, genau, damit ich meine Schulden nicht bezahlen muss. Weil da noch 2 Euro-Paletten im Raum stehen. Ich muss erst sparen. Ich bin ein armer Mensch. Ich hätte ja sogar mir die von Stan bezahlen lassen und sie dann großkotzig gestiftet für das Fest. Aber nicht mal das. Seit 900 Jahren wird sich nur innerorts gebracht. Doof ist halt nur, wenn das Dorf 4 Einwohner hat. Jetzt push ihn. Komm. Muss man dich erst motivieren hier? Halt doch mal den Mund. Jetzt krieg ich gleich von der Art hier ins Heck. Nein, 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 nein. Sicher nicht? Du versprichst nein. Das. Äußerst unnötig. Wow, er schießt nochmal daneben. Jetzt musst du aber mal treffen, ey. Easy! Nämlich offen. Jo. Ah, hol ihn dir, komm! Easy! Nix, Rick, nix! Mexican Standoff war das hier. Aber hast du auch stark angefahren, so unter Dach ruhig gespottet zu werden und dann schießt er dagegen. Das war heftig, ne? Das war gut gespielt zum Schluss jetzt, ja. Hi! Gut gemacht, Stan. Schön. Jetzt töte ihn auch noch.
Schnapp dir die Krabbe. Jawohl. Und gelötet. Gelötet und geläutet. Easy! You have to earn it. Whenever others have 5 kills and I can make the kill, I make the kill. And the other way round is the same. My man, you are doing this wrong. You need to beg it. No, please, I need the 6th kill. I have a mission I can need. With the only exception is the pool medal. Whenever I see a guy who has 9 kills, then I say, okay, I do everything in my power to make sure that he will receive the pool medal. But Top Gun and Radley Walters, I think you have to earn. Okay, fair enough, my man. Understood. How about Rossini medal? 14 kills. If the guy have 13 kills and you can... That would be my jealous personality. I don't have a Rossini, so no one else should have a Rossini. Oh, what a dick. Very nice. I like. Whenever the German military is calling me back and I have to go... on a mission, I would paint my dingo in the football camo. In the football camo? Yeah, in the green football camo. My man, that was way too much information. Way too much information. Just don't look back. Don't look back. Go in front, don't look back, I said. Don't. It's scary. It is very, very scary. Don't look back. Just in front. Just in front. Kill, oh? Kill him. Yeah. Kill yeah, him. Yeah. Yeah, I'm killing. There's no, another. There's no. Another in front of us. There's another. Oh. Yes, sir. Don't die. Just don't die. I don't die. I kill the Stuk. Okay. I kill the Stuk. You kill the other Arte. Fine. Oh, what a beautiful thing! I'm telling you, that's pretty damn fun. Where is the other Arte? He's a submarine. He's a submarine. Now we have to. Now we have to fight back. Come on. Okay, I'm here. Are you ready to go? Yes. What is the plan C? Kill everything around here. Wear a pink. Okay. That's fair enough. Not bad. For example, the Honey is rammable. Honey is rammable. Okay. I am thinking about going for the T6 medium, but I have a challenge for you. Don't you dare to shoot that poor honey. Just simply, oh, wait a second, honey? This is how you are calling this tank? I have a feeling mouse is very, very focused. Whoa! Unbelievable. You are not ramming. Why are you having ramming build? No, Ram, don't shoot, Ram! Unbelievable. Mouse! Outrageous! I tried to jump in his face, but he was like Neo in Matrix, you know? He avoided my attack. So you should have the mark of excellence for sure. I have it. I'm sorry, it is too small, I cannot see. It's like my, you know? I know. Unlucky. But it's small. It's short, but it's very powerful. Okay, that makes sense. Thank you and very much for the information. And with the right technique, you can do a lot of damage. With the right technique, you say. Okay, understood. And I am kind of afraid to meet with you, to be completely honest with you. Right technique and everything, a lot of damage. I don't know, man. You asked me to introduce you to the Reeperbahn, to the Keats, and to the red light district. Oh, that was the information I shouldn't. Not on the stream. Not on the stream. Do you have Bond equipment on it? Obviously. Really? Yes. I needed to mark it. You know how hard that was without Bond equipment. I apologize. Are you disappointed in me now? Yes. Oh. It's all because of the marks, okay? I do not accept any responsibility whatsoever. In other words, it's all about marking. Till this point, you were my absolute hero in World of Tanks. But now, I don't know. I sincerely apologize. It was not intentional.
In Germany you go to jail for using Bond equipment on BZ. Okay, understood. Note to myself, never visit Germany. How are you doing? Aiming? Mouse is not talking, that means he's aiming. Oh, minus 900. Disgusting. You see, I know everything. Whenever you stop talking, I know you are aiming. Yeah, because I'm old. I can't do both. I can't trash talk. Oh, come on. And fight hard. Man, you are so damn slow. Unbelievable. Can't you say love? Just say love. Love. How to say properly love in German language? When we lose now? We lose with a tuba. Do you listen for yourself? Outrageous, my man. I will go to the police when we lose. Okay, okay, that's fair. How to spell Löwe properly in German language? Löwe. 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 You can also say lion. Lion? No. I prefer Löwe. Then say Löwe. 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 You need to have a deeper voice for this. Löwe. I can't, my man. I'm 13. What the flying F? I can have a deeper voice. I apologize. Das, I'm doing my best though. Das ist ein sehr gefährlicher Löwe. Like this, you know? That's very, very deep. It made my heart to melt instantly. That's very, very nice, my man. That is amazing. What is Löwe in your language sounds like? I do not know what Löwe means to begin with. Lion. It's a lion. It's an animal. You know, in Lithuanian language, usually if you are adding S to the end, you can feel pretty confident. As an example, kebab, kebabas. You can speak half of the Lithuanian language. And speaking about the lion, I must disappoint you. It's not lioness. It is lutas. That would be the lion. Absolutely, yes. Lutas. Like loot us. Like similarly. Like loot. You can loot us. Absolutely, yes. And that's how you would get the lion in Lithuanian language. Nice. Loot us. One baboon was kind enough to share this with me. Do you want to see do you want to get the music list of your favorite music? Please, yes. Tell me. Here you go. Enjoy. Bratwurst in one hand, beer in other hand, and having a party.